Lionel Messi, weg. Sergio Ramos, weg. Christophe Galtier, weg. PSG steht vorm Umbruch. Mal wieder. Die Schlagzeilen der letzten Wochen beherrschte aber einer, der diesen Sommer nicht gegangen ist. Zumindest noch nicht. Kylian Mbappé. Zunächst verkündete er, dass er seinen Vertrag per Klausel nicht verlängern wird und somit 2024 ablösefrei wäre. Dann legte er in der französischen Sportzeitung L'Équipe nach. Sein Vorwurf? PSG sei an eine gläserne Decke gestoßen. Darum würde es auch nicht mit der Champions League klappen. Als Reaktion sollen sich laut The Athletic einige Teamkollegen bei der Clubführung über den Superstar beschwert haben. Auch Präsident Nasser Al-Khelaifi richtete deutliche Worte an den Spieler. Si Kylian le veut reste, nous on veut Kylian reste, mais le besoin c'est né un nouveau contrat. On veut pas laisser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuit, c'est impossible. C'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. So geriet sogar die Vorstellung des neuen Trainers Luis Enrique in den Hintergrund. Der Spanier folgte auf Galtier, der nach einer Saison den Posten schon wieder räumen musste. Der Trainerwechsel soll auch ein Schlussstrich sein unter eine Saison, die von lauten Nebengeräuschen um Neymar, Messi, Mbappé und Fanprotesten geprägt war. Enrique soll eine neue Ära einleiten. Diesen Plan hatte der Hauptstadtclub allerdings auch schon mit den Vorgängern Tuchel, Pochettino und Galtier, ohne den erhofften Erfolg in der Königsklasse. Jetzt soll es also Enrique richten. Teure Neuzugänge inklusive. Nummer 1, Manuel Ugarte, defensiver Mittelfeldspieler von Sporting. Kostenpunkt 60 Millionen Euro. Nummer 2, Lucas Hernandez, der den FC Bayern verlässt und nach seiner schweren Knieverletzung bei der WM in Paris wieder durchstarten soll. Ablöse rund 45 Millionen Euro. Mit Milan Skriniar und Marco Asensio kamen dazu zwei ablösefreie Spieler von Inter Mailand und Real Madrid. Doch es gibt eben Mbappé, der trotz der spektakulären Transfers die Schlagzeilen beherrscht und von dem auch abhängig ist, wie groß der Umbruch im Kader wirklich wird. Ein ablösefreier Abgang 2024 wäre aus mehreren Gründen eine Katastrophe für den Club. Ein Transfer zum Nulltarif würde den Spielraum beim Financial Fairplay massiv einschränken, möglicherweise weitere Abgänge erzwingen. Dazu würde man das Gesicht des französischen Fußballs verlieren, gerade als man sich wieder mehr auf die eigenen Talente und den französischen Weg besinnen wollte. Das Heft des Handelns liegt beim 24-Jährigen. Von seiner Entscheidung hängt ab, ob wieder eine Saison voller Nebenschauplätze und Dramen ansteht. Al-Khelaifi will Gewissheit, um Enrique einen echten Neustart zu ermöglichen. Wie schon so oft holt den Präsidenten und seinen Verein die Vergangenheit ein. Die Entscheidung, Mbappé mit großer Machtfülle und Mitspracherecht zur Vertragsverlängerung zu bewegen, fällt ihm nun auf die Füße. Jahrelang zählte in Paris nur die Champions League. Aktuell sieht es eher danach aus, dass der Club erst wieder eine Identität finden muss. Spieler und Fans müssen sich vereinigen, bevor wieder größere Ziele ins Auge gefasst werden. Schwer vorstellbar, dass das mit Kylian Mbappé gelingen kann.